Hallöchen, meine Bärchen, und herzlich willkommen bei einem weiteren Part mit Stanleys Parable. Wir haben hier schon einige Möglichkeiten herausgefunden, was wir alles machen können. Um ehrlich zu sein, ich habe versucht, die ganzen Nummern zu spielen. Da kam aber immer das gleiche raus, also habe ich daraus kein Video gemacht. Ich musste aber ein paar Endings nachschauen. Natürlich immer nur so weit, bis ich irgendwas machen muss. Und danach habe ich ausgemacht. Also den Weg dahin kenne ich, aber nicht, was danach passiert. Und die wollte ich nämlich euch gerne auch ein bisschen zeigen. Da bleiben wir zum Beispiel erst einmal hier in unserem schönen Büro und machen die Tür zu. But Stanley simply couldn't handle the pressure. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. Genau. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, the answers would come. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Echt? Ah, es lädt neu. Okay. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Großes, von wegen wer, wir finden den Boss oder wir bekommen noch einen Einblick in irgendeinen anderen Raum. Das wäre lustig gewesen. All of his co-workers were gone. Genau. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Genau, und das wollen wir jetzt erstmal nicht machen. Wir sind hier im ersten Großraumbüro. Und jetzt klicken wir einfach mal auf die Tastatur Facepunch. F-A-C-E-P-U-N-C-H. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was das ist. Falls ihr das wisst, erklärt mir das bitte mal. Ist das ein Logo für irgendwas? Oder ich bin mir echt nicht sicher. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Es sieht auf jeden Fall sehr lustig aus. Was steht da? The end is never. Okay. Da steht gar nichts drüber. Da steht das auch. Da steht das auch. Ich meine, dass jetzt das Spiel normal weiterläuft, bloß halt mit diesen Sachen überall. Oh mein Gott, da draußen auch. Das will ich jetzt mal sehen. Sogar die Pflanzen. Ist das cool. Siehst du, auf sowas wäre ich nie im Leben gekommen. Das ist so komisch. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Genau. Ich bin mir jetzt mal nicht sicher, aber wir starten das Spiel einfach mal neu, damit wir das Gesicht hier nicht überall sehen. So, jetzt sehen wir alles wieder normal. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh, jetzt geht's wieder andersrum. Okay. Wir gehen jetzt wirklich mal zum Bossraum. Ah, damit kann man auch noch irgendwas machen. Da weiß ich aber die Abfolge noch nicht genau. Das muss ich mir erst auch anschauen. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
Genau, denn wir wollen jetzt mal zum Bossraum. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Und schwupp. Hier gibt es nämlich eine Tür, die nicht aufgeht. Eigentlich müsste die aufgehen. Und dahinter versteckt sich dann nämlich noch was. Ich bin mir gerade aber nicht sicher, wie die aufgeht. Ja, oh nein. Jetzt habe ich was geschaut und nicht genau hingeschaut. Das macht auch keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber okay. Muss ich hier vielleicht irgendwas anklicken? Okay, dann machen wir das später. Hier gibt es noch ein kleines Ending. Wir gehen in den Bossraum rein. Aber bevor die Türen zugehen, müssen wir wieder raus. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das hinbekomme. Steffi? Ah! Ich habe es hinbekommen. Okay, die Tür geht draußen nicht auf. Jetzt sind nämlich alle Türen offen. Wo wir gerade hergekommen sind. Und da gehe ich jetzt mal nach ganz, ganz hinten. Also quasi zu unserem Büro zurück. Und da erwartet uns etwas. Sonst können wir nämlich hier auch nirgendwo Türen aufmachen. Das hat da auch alles nachgeschaut. So, das sieht so komisch aus, wenn man hier wieder zurückläuft. Oh, schade, hier kann man nicht lang. Warum? Okay, es sind nicht alle Türen offen. Schade. Wir gehen zurück. Ah, muss man aufmachen. Okay. Okay. Also wir konnten zurück. Aber hier ist nichts. Vielleicht, weil das Office ein anderes Layout hatte. Dass das dann nicht... Ich mach das jetzt einfach mal mit. Ist ja komisch. Okay. Wir starten das Spiel einfach mal neu. Vielleicht sehen wir das ja mit einem anderen Layout besser. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Mhm. Ah, genau. Jetzt sieht das wieder normal aus. Ich hoffe, wir kommen dann hier gleich durch. So füllt sich der Balken langsam. Und wir gehen weiter zum Bossraum. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Das machen wir. Das haben wir schon gemacht. Schwupps. Yet there was not a single person here either. Nö. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Das machen wir so. Oh! Sie ist aufgegangen. Okay, jetzt machen wir gerade drei Endings ineinander. Ich hoffe, das Input-Ding wird dadurch jetzt nicht gelöscht oder sowas. Jetzt nämlich ein Fahrstuhl. Die flüstern Stanley. Das ist der Sprecher. Nein, wie cool ist das denn?
Okay, wir fahren schon ziemlich lange. Ich denke einfach mal, wir klicken nochmal auf den Knopf. Vielleicht sind wir ja irgendwo angekommen. Nope. Wir sind nirgendwo angekommen. Aber das war doch mal eine sehr entspannte Fahrt. So, wir schauen jetzt nochmal mit dem Postende nach. Yes. Die ist auch wieder zu. Und dafür ist sie wieder auf. Schub, 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 schub. Wir schauen selber mal, ob wir durch irgendeine andere Tür kommen. Immer noch nicht auf. Achso. Ah, Input received haben wir schon gemacht. Ah! Hallöchen! 428. Mal schauen, wo wir da durchkommen. Oh. Wir laden. Oh, wo sind wir denn? You are now leaving. Escape pod bay. Floor. Hier ist ein Fahrstuhl. Vielleicht wäre das auch der gleiche. Oh. Was? Floor 760. Oh. Die gleichen Zahlen. Okay. Das ist voll gruselig, ja. 7,56. Ich habe das Gefühl, das wird immer dunkler hier. 7,58. Es wird immer dunkler hier. 7,59. Oh mein Gott. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ah, es lädt? Was? Oh nö. Ich dachte, wir sind jetzt entkommen. Ich will noch ein anderes Ende. Ist ja cool. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay, also das war ein kleines Ende, was ich creepy fand, wie sonst was. Ich versuche jetzt nochmal die Input-Sachen zu finden. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. PCs, das weiß ich gerade gar nicht.
Muss ich mal nachschauen. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's coming ja, to a staircase. Glaub, Stanley walked upstairs to his boss's office. Beziehungsweise hier die Sekretärin. Ah. Schwupp. Und dann starten wir neu. Auch cool. Den Bossraum haben wir also auch. Beziehungsweise das. Die schwarze Tür danach. Stanley had never seen the office this brightly lit. Was it a sign of something? He hoped it was. He hoped very much that it was. Ja. Komm noch nicht ran. Ja, so, jetzt. Neu starten. Schwupp. Und nu? Aufgehört sich zu drehen. Jetzt gehe ich wieder weg und das dreht sich weiter. Das waren Lichtkugeln, okay. Ja, wo sind wir denn hier gerade? Was sagen die denn? Ich verstehe Bot der Eins. Okay, leicht creepy. Ich glaube auch nicht, dass wir hier irgendwie weiterkommen. Außer, dass wir hier irgendwie verrückt werden mit den ganzen Knöpfen. Und den Bewegungen, die die machen. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns beim nächsten Mal noch ein paar andere Endings an. Ich glaube, die meisten haben wir jetzt schon herausgefunden. Oder besucht, sagen wir mal besucht. Falls ihr noch Ideen habt, was wir alles machen können oder was ich ausprobieren soll, dann schreibt mir das in die Kommentare und ich schaue mir die beim nächsten Mal an. Ich freue mich schon, was ich bei den nächsten Sachen herausfinden werde. Ah, das haben wir auch schon gemacht, Fahrstuhl beim Boss. Okay, dann habe ich jetzt noch zwei Sachen, die ich noch machen könnte. Also die ich aufgeschrieben habe. Ah, nein, da ist noch ein dritter. Okay, gut. Also haben wir beim nächsten Mal noch ein wenig was zu tun. Habt ihr jetzt noch ein wunderschönes Wochenende? Die Stimmen werden immer lauter hier. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.